Die Westbahnhoffnung ist eigentlich entstanden als Tabea Lebenshilfe. Ich und ein Freund, wir haben halt gedacht, ja, wir wollen einfach irgendwie für die Stadt Villach was anbieten, wo wir einfach für Menschen, die obdachlos sind oder die sozial schwach sind oder andere Probleme haben, einfach kostenlos ein Essen kochen. Und das haben wir angefangen, damals einmal im Monat. 2007 sind wir dann an den Westbahnhof gekommen. Der Westbahnhof hat einige Jahre leer gestanden, ist ein neuer gebaut worden und dieses Gebäude hier war unter Denkmalschutz. Ich habe eigentlich immer schon gehofft, dass wir irgendwie in den Westbahnhof kommen, aber es war einfach schwierig, wie, was, wo. Und da hat eine Mitarbeiterin von uns, deine damalige, hat einfach den Werner Faymann geschrieben, der war damals Infrastrukturminister. Und der hat das halt dann mit dem Bürgermeister in Villach ins Rollen gebracht. Wir haben also maximal 70 Leute und die haben wir eigentlich sonntags. Also sonntags ist immer der Tag, wo wir am meisten Menschen haben. Wir haben schon über 80 auch da gehabt. Wir haben dann auch durch einen Mitarbeiter, der einfach sehr stark so eine Gabe hat, auch mit Migranten umzugehen, haben wir eine Migrationsarbeit auch angefangen vor 4 Jahren. Wir haben 9 Deutschkurse jetzt am Westbahnhof, alles mit ehrenamtlichen Lehrern. Wir haben ungefähr 210 Besucher gehabt in dem Zeitraum. Wir haben ungefähr 1500, 1600 Menschen in der Kleiderkammer gehabt, die sich Gewand geholt haben. Und bei der Lebensmittelausgabe, die wir auch machen, also 2-mal in der Woche haben wir eine Lebensmittelausgabe, wo wir Lebensmittel von Geschäften bekommen, die wir dann einfach kostenlos weitergeben haben, waren es auch ungefähr 1500 Menschen in dem Zeitraum Mitte Jänner bis Ende Juli. Wir haben 2,5 Jahre Menschen hier auch schlafen lassen. Da im Winter, wir hatten mal ein paar strenge Winter gehabt. Da war die Höchstzahl 35 Personen. Das ist uns aber von offizieller Seite aus verboten worden. Wir mussten das schließen mit Drohung, dass man uns alles kündigt. Also ich musste dann mit dem Bürger zum Bürgermeister, mit dem Vertreter von der ÖBB und das war dann echt ein Tiefschlag für mich persönlich, dass wir das schließen mussten, weil 2,5 Jahre ungefähr haben sämtliche Einrichtungen in Villach auf uns zugegriffen, Polizei, Arbeiterkammer, Jugendamt, Krankenhaus, immer wieder angerufen, ob sie Leute vorbeibringen können oder ob Leute vorbeikommen können. Und von offizieller Seite aus gibt es diese Menschen in Villach nicht. Wir geben auch für einen Monat für Leute, die kurzfristig obdachlos geworden sind, so eine Obdachlosenmeldung, damit sie nicht aus dem Sozialsystem fallen. Und da haben wir auch immer im Schnitt so zwischen 16 und 17 im Monat, die sich bei uns melden, die einfach keine Bleibe haben. Ich habe dem Bürgermeister damals gesagt, es gibt 3 Gruppen von Menschen, wo ich einfach denke, wo die Stadt was machen sollte. Es sind einmal die Menschen, die kurzzeitig obdachlos werden. Meinetwegen sie haben zusammengelebt und die Frau hat ihn rausgeworfen. Er ist kurzzeitig obdachlos. Da haben wir wirklich einige gehabt. Und die nach einem Monat, die man auffangen konnte, die nach einem Monat dann wieder eine Wohnung hatten. Es gibt Menschen, die haben einfach massive Suchtprobleme. Die bleiben halt nicht in der Wohnung. Aber auch für die fände ich es gut, wenn man nach dem Vorbild von den Vinzidörf in Graz einen Ort hat, wo sie einfach bleiben können und wo sie einfach auch in Alkohol trinken können. Das können wir hier natürlich nicht erlauben, weil wir so viele haben. Das wird ein totales Chaos geben. Aber ich sehe einfach da auch wirklich eine Notwendigkeit. Ja, und dann gibt es ein paar, die es in Villach extrem schwer haben. Das sind halt Romas aus der Slowakei. Das sind ungefähr 15, die regelmäßig in Villach betteln und die auch ein Recht haben, glaube ich, dass sie irgendwo
im Winter im Warmen schlafen können und nicht in ihren Autos oder was auch immer. Also es ist nicht so, dass Villach bedroht wird von einer Schwemme von Romas und Obdachlosen, die über die Stadt herfallen und diese schöne Touristenstadt irgendwo vollkommen schaden wollen oder so, sondern das sind einfach Menschen, die Hilfe brauchen. Und in unserer Zeit, nicht nur in unserer Zeit, aber generell bin ich davon überzeugt, dass die Lebensqualität einer Gesellschaft sich einfach erhöht, wenn man einfach versucht, soziale Gerechtigkeit in irgendeiner Weise auch zu realisieren. Und das wollen wir halt im Kleinen, ne? Darum geht es uns. Wir brauchen ungefähr 9.000 Euro im Monat. Das ist eine Menge Geld, aber für das, was wir leisten, ist es sehr, sehr preiswert. Es ist halt immer wieder schwierig, dieses Geld aufzubringen. Wir haben zwar 2015 den Kärntner Menschenrechtspreis gewonnen. Das war wirklich eine tolle Auszeichnung für unsere Arbeit. Dafür haben wir 10.000 Euro bekommen, aber das reicht gerade für einen Monat. Wir kriegen 4.000 Euro im Jahr von der Stadt Villach und 2.500 Euro vom Land Kärnten. Also mit diesem Geld von Villach und Land Kärnten können wir noch nicht mal einen Monat überleben. Man sieht uns von Seite der Politik als Parallelstruktur zu anderen Einrichtungen, was wir aber überhaupt nicht sind. Also unser Schwerpunkt liegt natürlich beim Kochen, bei der Ausspeisung. Die Menschen kommen gerne her. Wir machen das bewusst auch kostenlos, weil wir nicht den Auftrag sehen, dass wir, also wir sehen uns als eine ganz niederschwellige Arbeit und das ist einfach unsere Stärke. Wobei ich einfach sagen muss, wir haben über 60 Ehrenamtliche, die hier mitarbeiten und von Hindus bis Moslems und dann katholische und evangelische und Atheisten, die alle hier sich einbringen. Und ich muss sagen, das ist für mich immer wieder bewegend, das so etwas zu erleben, was für eine Bereitschaft eigentlich auch da ist, unentgeltlich Zeit zu investieren. Und ob es jetzt in der Kleiderkammer ist oder ob es als Deutschlehrer ist oder ob es im Migrationsbereich ist oder eben beim Kochen, wo man doch 5-6 Stunden am Samstag und am Sonntag, also Samstag, Sonntags machen wir nur mit Ehrenamtlichen, investieren muss. Das finde ich schon beachtlich. Und dann ist es auch so, da wird nicht eine Suppe gekocht oder so, sondern das ist ein unglaubliches Essen, was hier zubereitet wird. Also wir haben eine Ehrenamtliche, die hat einen eigenen Bauernhof, die bringt ihr Biofleisch mit und die macht dann 3 Gänge und alles Mögliche. Also es ist wirklich, wirklich fantastisch, was da geleistet wird von ehrenamtlicher Seite aus. Ja, genau, und Richard Alfred, der ist dann irgendwann mal aufgetaucht, weil sein Vater hier wohl gearbeitet hat und hat dann diesen Vorschlag gebracht, dass man Lesungen macht. Und jetzt sitzen Sie still. Das ist für mich auch echt fantastisch, dass das überhaupt diese Schiene möglich geworden ist, dass wir einfach kulturell einfach auch hier was bieten können in dieser Halle und einfach so an Menschen rankommen und überhaupt, das hat sich alles so ausgeweitet, das ist einfach super. Da haben wir dann eine spezielle Sache noch entwickelt, die nennen wir Migration im Wohnzimmer, wo wir eben versuchen, dass uns Menschen einladen, Österreicher, Villacher uns einladen, 3-4 Migranten, die wir mitbringen auf den Kaffee und auf den Kuchen und die dann einfach ihre Geschichte erzählen, ihre Flucht, um einfach so mehr Verständnis auch für diese schreckliche Situation eigentlich, die wir da haben in Irak und Syrien.
irgendwo Verständnis aufzubringen, was die Menschen auch auf sich genommen haben. Oder manche haben auch Verfolgung im Iran erlebt. Das sind einfach wirklich Geschichten, die einfach wirklich zu Herzen gehen. Und es ist halt einfach so, wahrscheinlich, ich glaube grundsätzlich, dass niemand einfach so sein Land verlässt, wenn er es nicht einfach muss. Ich weiß nur, dass die stellvertretende Landeshauptfrau gesagt hat, meine, davon haben wir nicht viel gehabt, aber zumindest war es eine nette Aussage, dass sie gesagt hat, wenn es uns nicht mehr gäbe, würde das soziale Gleichgewicht in Villach verändert werden. Und von der Stadt Villach, die Sozialreferentin oder also die Vizebürgermeisterin, hatte auch gesagt, wir sind eigentlich nicht mehr wegzudenken. Also es gibt auch sehr wohl Leute aus der Politik, die einfach sehen, was wir hier eigentlich leisten und was es. Ich sehe es einfach, es ist einfach ein Geschenk an die Stadt. Wo die Menschen hingehen würden, das weiß ich nicht, das weiß ich wirklich nicht. Aber es wäre sicherlich nicht von Vorteil für die Menschen.